Man weiß, wenn man die prolle Sonne reinschaut, dass du da Tagen trainieren kannst. Du hast nicht auf die Terrassen gehen können fast. Du musst es wirklich so rausgehen, so, dass du auch nicht reinschaust dort. War das ein riesiger Scheinwerfer anrecht? Wir stecken mitten in einer systemischen Energiekrise. Gell? Ist es, glaube ich, nicht angebracht, dass man solche Anlagen, dass man die bekämpft und dass man versucht, sowas zu verhindern. Was ich mit dir hab? Ein Problem! Der Schnee gehört mit daher! Ja, du hast nur ein Schneeproblem und im Sommer hast du den Rasen! Schäm dich! Ja, du gehörst Maß, aber woanders! Inzwischen kam dann also eine Strafverfügung. 200 Euro fürs Papierl, als ob ich 4 Stück hingeschmissen hätte, habe ich ja nicht. 410 Euro, weil ich keine Ausweisleistung gemacht habe. Abrechnungen aller Art, finanzielle und zwischenmenschliche, sind der gemeinsame Nenner in den heutigen Fällen von Am Schauplatzgericht. Und gleich in der ersten Geschichte ist ein Richter in einer für unsere Sendung ungewöhnlichen Rolle zu sehen. Nicht als Autorität, die im Talar in einem Gerichtssaal huscht und dann als einzige Wortspende sagt, bitte das Filmen und Fotografieren einstellen, sondern als Rechtsunterworfener, der in einem Konflikt mit Magistratsbeamten in die Defensive gedrängt wurde. Mich hat die Art und Weise, wie ich angesprochen wurde, deshalb gestört, weil man eigentlich im öffentlichen Dienst mit Menschen vernünftig umgehen sollte. Normalen Ton, normale Höflichkeit, aufklären, was Sache ist, dann können wir über vieles reden. Der Herr, der hier gerade kritisiert hat, wie er von Organen der Stadt Wien beamtshandelt worden ist, ist es von Berufswegen gewohnt, dass man höflich mit ihm umgeht. Dr. Alexander Iliesch ist nämlich Zivilrichter am Bezirksgericht Innsbruck. Er hat uns geschrieben, ich zitiere auszugsweise, selbstverständlich ist es nicht Ihre Aufgabe zu intervenieren, doch es ist ein Wert an sich, wenn zuständige Organe der Stadt Wien wahrnehmen, dass man sich bei unverhältnismäßigen Verwaltungsstrafen auch an den Bürgeranwalt wendet oder wie er gleich auch sagen wird, an Am Schauplatzgericht wendet. Was ist passiert? Der Herr Rat soll anlässlich eines Wien-Besuches gegen § 2 und § 5 des Gesetzes über die Reinhaltung von öffentlichen Straßen verstoßen haben. Konkret, er soll ein Stück Papier auf den Boden geworfen haben, wurde dabei von Waste-Watchern beobachtet und wollte denen dann seinen Ausweis nicht zeigen. Warum sich dann eine groteske Amtshandlung zugetragen hat, hat Ludwig Gantner dokumentiert. Am 6. September 2022 ließ Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Plakate für die Wahl einen Monat später enthüllen. Bald konnte man sein Konterfei im ganzen Land bewundern. Doch es gab Menschen, die mit diesen Porträts respektlos umgingen, ja, sie sogar verunstalteten. Das musste ein Richter aus Tirol anlässlich eines Wien-Besuchs Ende September feststellen. Dr. Alexander Eugen Iliesch war erbost und schritt in Wien-Meidling zur Tat. Ich sehe einen dreieckigen Plakatständer, möglicherweise bei einem Baum, Bild von Van der Bellen und ein weißer Zettel zwischen den Augenbrauen an der Nasenwurzel. Größe 8x2 cm circa. Ich setze mir die Brille auf, schaue mir an, was da drauf steht. Und da waren irgendwelche Dollarzeichen, Korruption in der oberen Zeile, unten ein unflätiges Wort, quer in den Arsch. Habe ich mir gedacht, das stört mich, klätzel das runter, wir gehen weiter und auf einmal etwas weiter oben machen sich zwei Personen von hinter mir bemerkbar. Wer waren diese Personen, die sich bei Dr. Iliesch wegen des 8x2 cm Zettels bemerkbar machten? Es waren sogenannte Waste Watcher, die als Organe der Gemeinde dafür sorgen, dass Wien für eine Großstadt relativ sauber bleibt. Was machen die eigentlich? Eine Waste-Watcherin und ihr Chef ließen sich freundlicherweise von uns im Dienst filmen. Meist führen weggeworfene Zigarettenstummel zu Diskussionen. Ich wollte dort wegschmeißen, jetzt müsst ihr. Aber da muss ich eigentlich gleich wieder einhaken. Also die langjährige Erfahrung sagt mir, das ist einer der Standardsätze, die wir dann immer hören von den Herrschaften, wenn die Zigarette am Boden landet, dass man sagt, ich wollte ja eh gerade zum Aschenbecher gehen. Ja? Aber diesem Herrn glaube ich es natürlich jetzt. Also er war wirklich am Weg zum Aschenbecher. Ja, sie hat mir gesagt, aber ich habe sofort dort geschaut, ich wollte das wegschmeißen. Sollte ein Waste Watcher dabei eine Person beobachten, der eben etwas wegwirft oder liegen lässt, dann schreitet er ein und spricht eine Strafe aus. Wie hoch sind die Strafen? Die Strafen bewegen sich zwischen 50 und 2000 Euro. Also ein recht großer Rahmen.
Richter Dr. Iliesch aus Tirol kannte nach eigenen Angaben das Wiener Reinhaltegesetz, das diese Strafen vorsieht, nicht. Im Eingangsbereich eines Einkaufszentrums kam es zu einer Diskussion über das weggeworfene Stück Papier. Kein guten Tag, kein guten Morgen, kein Vorhalt, dass ich das Papier hätte fallen lassen. Dass ich es fallen lassen habe, das erinnere ich mich, das ist eine ganz klare Geschichte. Und dann habe ich mit ihm ein Stückchen weitergehend hier im Eingang von dem Einkaufszentrum argumentiert. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass unsere Interviewpartner von der Gemeinde nicht die Waste Watcher waren, mit denen Dr. Iliesch damals zu tun hatte. Man sagt uns, dass meist mit 50 Euro Strafe alles erledigt wäre. Nur wenn das nicht klappt, müsse man die Personalien notieren. Haben Sie schon erlebt, dass jemand Ihnen einfach nicht einen Ausweis geben wollte? Na selbstverständlich, ich bin seit den Anfangsstunden dabei. Da können Sie sich vorstellen, dass das nicht immer reibungslos abläuft. Da kann schon passieren, dann das eine oder andere Mal, dass wirklich mühsam wird. Aber ja, da müssen wir halt auch durch. Ja. Darf ich da durch? In der Arkade Meidling sagte Dr. Iliesch, er hätte zunächst Weight Watcher statt Waste Watcher verstanden. Auf die Aufforderung, sich auszuweisen, antwortete er: Ich glaube nicht, dass ich Ihnen einen Ausweis zeigen muss. Ich bin Jurist. Ich kenne keine Vorschrift, dass ich das muss. Das müssen Sie schon, sage ich. Warum muss ich das? Sinngemäß, ja, das müssen Sie, wenn wir die Polizei holen. Dann habe ich gesagt, gut, dann holen Sie die Polizei. Ja, also § 5 Absatz 1 des Wiener Reinhaltegesetzes ermächtigt die Waste Watcher, Personen anzuhalten und deren Identität festzustellen. Der Absatz 2 davon sagt klar aus, dass die Person, die angehalten wurde und aufgefordert wurde, sich auszuweisen, dies unverzüglich zu tun hat. Wir wollten das genauer wissen. An der Uni Salzburg fragten wir den Experten für Grundrechte, Dr. Reinhard Klaus Hofer, wer wem gegenüber verpflichtet ist, einen Ausweis herzuzeigen. Und was passiert, wenn man sich weigert? Also grundsätzlich ist es so, dass wir in Österreich keine generelle Ausweispflicht haben. Und wenn jemand einen Ausweis kontrollieren will, weil er meine Identität feststellen will, muss er dazu legitimiert sein. Das heißt, ich würde dann nachfragen, nach der Legitimationsurkunde, entweder einem Ausweis oder jemand trägt offensichtlich irgendeine Plakette, die ihn ausweist als ein kontrollierendes Organ. In Wien führte das weggeworfene kleine Stück Papier zu einem Polizeieinsatz. Die Gemeindebeamten riefen eine Funkstreife zu Hilfe. Dr. Iliesch sagte zu den Waste Watchern: Ich habe nichts strafrechtlich Relevantes angestellt. Ich werde nicht hier auf die Polizei warten. Ich gehe jetzt. Auf Wiederschauen. Dann habe ich mich die Meidlinger Hauptstraße hinaufbewegt. Und dann wird es ungefähr 25 bis 30 Minuten gedauert haben, dass wir kreuz und quer hier in Meidling spazieren gegangen sind. Hätte man ihn mit Gewalt zurückhalten dürfen? Also im Gesetz, nach dem Wiener Reinhaltegesetz, gibt es dazu keine Ermächtigung für diese Organe. Das heißt, sie hätten ihn nicht festhalten dürfen in dem Fall. Und insofern war das vollkommen okay, wie sie vorgegangen sind, dass sie ihn auf seine Pflicht hingewiesen haben. Aber sonst nichts weiteres, wenn man so will, unternommen haben. Und so entwickelte sich eine etwas absurd anmutende Verfolgungsjagd quer durch den 12. Wiener Gemeindebezirk. Der Richter mit dem Rollenkoffer versuchte vergeblich, die beiden Waste Watcher loszuwerden. Die Straße hinauf, die Straße hinunter, ins Einkaufszentrum hinein, in einen Bus hinein, die beiden hinter mir her, über die Eichenstraße drüber, in die Wilhelmstraße. Sie haben immer wieder telefoniert, vor allem die Frau, dass die Polizei schnell kommen soll, weil sonst eskaliert's. Habe ich gesagt, bitte, lügen's nicht, da eskaliert gar nichts. Wenn jetzt aber dieser Richter, der sich nicht ausweisen wollte, einfach schnell davongelaufen wäre, dann wäre er weg gewesen. Ja, das könnte eingetreten sein. Also wenn er schnell genug gewesen wäre, er hätte sie dem Ganzen entzogen, dann hätten sie die Schwierigkeit gehabt, nicht zu wissen, wer das ist. Und dann ist damit im Grunde genommen die Sache auch erledigt. Wie die Sache ausgegangen ist, steht in einem Polizeiprotokoll. Der Einsatzgrund lautete: Person verweigert den Waste Watchern die Ausweisleistung und läuft weg. Iliesch wurde angehalten und zum Sachverhalt befragt,
wobei sich dieser vorerst renitent zeigte und nicht mitwirken wollte, da er mit der Begrüßung durch Revierleiter I. nicht einverstanden war. Inzwischen kam dann also eine Strafverfügung. 200 Euro fürs Papierl, als ob ich 4 Stück hingeschmissen hätte, habe ich ja nicht. 410 Euro, weil ich keine Ausweisleistung gemacht habe. Ich habe einen Einspruch gemacht, ich habe einen Einspruch hineingeschrieben, dass ich auch ein Mail ans Büro vom Bürgermeister schicke und ein Mail an den Bürgeranwalt oder Schauplatzgericht. Ob Dr. Iliesch die 671 Euro zahlen wird müssen, ist noch nicht endgültig entschieden. Er hat beim Magistrat der Stadt Wien Beschwerde erhoben. Die wesentlichen Argumente des Dr. Iliesch sind: Erstens, seine Partnerin hätte kurz nach Beginn der Amtshandlung das umstrittene Papier aufgehoben und weggeworfen und deswegen gäbe es bestenfalls Raum für eine Verwarnung. Zweitens, er hätte nicht gewusst, dass er nach dem Wiener Reinhaltegesetz seinen Ausweis herzeigen muss und er sei darüber von den Westwatchern auch nicht aufgeklärt worden. Deswegen könne man ihm diesen Irrtum nicht vorwerfen. Jetzt muss sich einmal der Magistrat der Stadt Wien mit der Beschwerde beschäftigen. Auch unsere nächsten beiden Fälle haben mit Beeinträchtigungen der Umwelt zu tun, die Gerichte in Zukunft vermutlich recht oft beschäftigen werden. Und zwar mit Blendungen, die bei der Stromerzeugung durch die Sonne entstehen. Konkret durch Photovoltaikanlagen, die an Häusern oder Dächern angebracht werden und durch ihre Blendwirkung die Nachbarschaft angeblich unzumutbar belästigen. Aus Tirol hat uns der Herr Pirkner geschrieben, dass er auf seinem Neubau eine Photovoltaikanlage errichtet hat. Zitat: Nun hat meine Nachbarin auf Unterlassung der sie störenden Lichtreflexionen durch meine Anlage geklagt und möchte, dass ich diese um- oder abbaue. Und der Herr Pirkner ersucht abschließend zu dokumentieren, wie diese Causa entschieden wird, um einer breiten Öffentlichkeit mehr Planungssicherheit für ihr Eigenheim zu geben. Maria Zweckmeier ist daraufhin zu Dreharbeiten nach Tirol gereist. Einfach nur die Sonne genießen, lesen wir in der Tourismuswerbung immer wieder, wenn Seefeld in Tirol beschrieben wird. Kein Wunder, dass der eine oder andere hier auf die Idee kommt, damit Strom zu erzeugen. Der Goldschmied Markus Birkner hat am Balkon seines neu gebauten Hauses eine Photovoltaikanlage nach dem neuesten Stand der Technik angebracht. Aber dadurch fühlen sich die Nachbarin und deren Ehemann, die hier in diesem Haus leben, gestört. Wie wir vor 3 Jahren das Haus geplant haben, war natürlich die Überlegung, möglichst nachhaltig zu wirken und die Energieproduktion möglichst unabhängig zu gestalten. Und da war am naheliegendsten, ich meine, wir nutzen die Erdwärme. Wir haben einen Tiefenbohrung gemacht und für die Wärmepumpen braucht man Strom und den erzeugen wir uns durch die Photovoltaikanlage. Die Anlage funktioniert technisch einwandfrei. Wir haben jetzt nur das Problem, dass ich eben eine von insgesamt 8 Nachbarn, die unmittelbar quasi an die Anlage grenzen und Blickkontakt zur Anlage haben, sich davon gestört fühlt und das gerne unterbinden möchte, dass wir auf die Art und Weise unseren Strom produzieren. Ja. Warum hat Herr Pirkner die Anlage am Balkon und nicht am Dach angebracht? Der Grund dafür sei, sagt er, dass hier im Winter monatelang sehr viel Schnee auf den Dächern liegt und das würde eine optimale Nutzung der Anlage verhindern. Für die Beanstandungen seiner Nachbarin hat Herr Pirkner wenig Verständnis. Mittlerweile wurde er von ihr sogar auf Unterlassung geklagt. Die Nachbarin wollte nicht mit uns sprechen. In der Klage, die sie gegen Herrn Pirkner eingebracht hat, führt sie aus: Je nach Jahreszeit und Sonnenstand erreicht die Blendwirkung Ausmaße, die bereits bei einer Blickzuwendung von nur wenigen Sekunden das Sehvermögen massiv beeinträchtigt. Betroffen ist das Wohn- und Schlafzimmer, aber auch die Küche. Naja, in Zeiten wie diesen muss man sagen, gell, wir stecken mitten in einer systemischen Energiekrise. Gell. Ist es, glaube ich, nicht angebracht, dass man solche Anlagen werden täglich errichtet in Österreich, gell, dass man die bekämpft und dass man versucht, sowas zu verhindern. Im Erdgeschoss von Herrn Pirkners neuem Haus lebt eine zweite Partei, ein Ehepaar aus Deutschland. Herr Baltes kann die Beschwerden der Nachbarin nicht verstehen.
jedem Fenster, wo die Sonne in einem bestimmten Winkel reinscheint, kann man eine extreme Blendwirkung haben. Es ist ja in keinster Weise notwendig, mehrere Minuten oder gar Stunden am Tag in diesen Blendkegel hineinzuschauen. Zumal das hier die Nordseite des Gebäudes ist, wo sich eh niemand aufhält, sondern hier das Leben findet ja zur Südseite statt. Und ja, im Grunde ist das ein Schattenboxen, was hier stattfindet, weil es den Nachbarn eigentlich ja, aus meiner Sicht um ganz andere Themen geht. Das vermutet Herr Pirkner ebenfalls. Naja, der Grund sind persönliche Animositäten, die Klägerin gegen uns hegt. Wir haben das Grundstück von ihrem Vater gekauft, gell, der dann etwas später leider verstorben ist. Und wir haben eigentlich von Anbeginn, wo wir das Haus geplant haben und wo wir begonnen haben zu bauen, mit der Klägerin eigentlich ursprünglich ein gutes Einvernehmen gehabt, aber im Zuge der Bauphase dann einfach festgestellt, dass sie uns Prügel in den Weg legen wollen, wo es nur geht. Gell? Diesen Holzzahn, der da steht, den haben sie uns 3 Wochen vor Baubeginn aufgestellt. Der steht genau exakt an der Grundstücksgrenze und der durfte die ganze Bauphase, wir haben da eine Tiefgarage drunter, wir haben eine riesen Baugrube gehabt, durfte nicht berührt werden. Gell? Im Zuge des Baus hat sich das ein bisschen aufgeschaukelt. Gell? Und ich gehe einfach davon aus, dass das halt so eine Reaktion auf das Ganze hin ist. Ja. April 2022, wir sind wieder in Tirol, diesmal am Bezirksgericht Innsbruck. Wir treffen Herrn Pirkner, seine Gattin und den gemeinsamen Anwalt. Die Nachbarin hat sie geklagt. Sie mögen die von ihrem Grundstück ausgehende Blendwirkung durch die Photovoltaikanlage unterlassen. Und zwar insoweit, als sie das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreitet. Streitwert 12.000 Euro. Ja, es ist belastend für uns, gell? Weil jetzt haben wir viel Geld in die Hand genommen. Es ist so, dass eine Anlage doch in der Erstanschaffung sehr teuer ist. Sie amortisiert sich dann natürlich über den Wirkungsgrad und im Laufe der Zeit. Aber es ist ein bisschen ein ideelles Projekt. Und jetzt sind wir halt seit einem Jahr quasi mit dem Problem beschäftigt. Gell? Das begleitet uns jetzt schon länger. Jetzt haben wir die zweite Verhandlung. Jetzt heute kommt der Gutachter, der sein Gutachten entsprechend darlegen wird. Gell? Und dann wird man sehen, was rauskommt. Gell? In einem lichttechnischen Gutachten hat ein Sachverständiger im Auftrag des Gerichtes die Blendwirkung errechnet, die vom Pirknerhaus ausgeht. Unser Standpunkt, also der Beklagten, ist ganz eindeutig, dass selbst bei anzunehmender Blendwirkung keine Unzumutbarkeit gegeben ist. In der Verhandlung erläutert der Sachverständige, dass es Richtlinien gibt, nach denen die Blendung durch Photovoltaikanlagen ermittelt wird. Zu tolerieren wären 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden über das ganze Jahr verteilt. Im vorliegenden Fall werde der Tagesgrenzwert von 30 Minuten überschritten. Das Fazit des Sachverständigen, die Blendwirkung zum Wohnhaus der Klägerin sei übermäßig und gesundheitsgefährdend. Wie ist es gelaufen? Ja, die Ausführungen des Sachverständigen lassen eher erwarten, dass mit einer Klagsstattgebung zu rechnen ist. Obgleich der Sachverständige selbst zugestehen musste, dass seinen Berechnungen Idealbedingungen zugrunde gelegen sind, meines Erachtens realitätsfremd, weil ein Bewölkungsgrad im Rahmen seiner Befundung und Gutachtenserstellung nicht berücksichtigt wurde. Also der geht dahingehend aus, dass wirklich an jedem Tag Sonnenschein unbewölkter Natur vorhanden ist. Und da bin ich der Meinung, dass das nicht realitätsnah ist. Ist das bitter? Das ist bitter, ja, natürlich. Vor allem, weil ja was dahinter steckt. Sie haben sich ja was überlegt. Dass naja, eben. Jetzt, wenn Sie das Radio aufdrehen, werden Sie wahrscheinlich bei den nächsten Nachrichten hören, die Energiewende muss passieren. Es wird gefördert. Jeder soll Photovoltaik machen. Wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen. Jetzt macht man sowas, nimmt viel Geld in die Hand, verwirklicht das und dann, ja, kommt das raus. Gell? Jetzt muss man aber erst einmal das Urteil abwarten und dann werden wir weitersehen. Gell? Wenige Wochen später sind wir wieder in Seefeld bei Herrn Pirkner. Das Urteil des Bezirksgerichtes Innsbruck ist bereits da. Die Nachbarin hat in erster Instanz gewonnen. Im Urteil heißt es, die Reflexionen, ausgelöst durch streitgegenständliche Photovoltaikanlage, beeinträchtigen die Benutzung der Liegenschaft der Klägerin wesentlich. Herr Pirkner soll nun dafür sorgen, dass die künftig unterbleiben.
Es hat niemand etwas im Vorfeld gegen die Anlage gehabt, obwohl es ja im Bauverfahren so auch im Plan eingezeichnet war, gell? Und erst im Nachhinein, wenn alles errichtet ist und wenn alles abgeschlossen ist, wenn die Rechnungen gezahlt sind und dann plötzlich so ein Brief kommt, dass man mit der Anlage nicht einverstanden ist und dass man die quasi wieder abbauen soll. Also diese Situation sollte man eigentlich dem Häuselbauer, der viel Geld in die Hand nimmt, eigentlich ersparen. Herr Pirkner hat gegen diese Entscheidung des Bezirksgerichtes berufen. Mittlerweile ist aber auch das zweitinstanzliche Urteil vom Landesgericht Innsbruck da. Und das bestätigt das Ersturteil voll inhaltlich. Im Gutachten des Sachverständigen wird aber ein Ausweg angedeutet. Da steht, wenn der Neigungswinkel der Photovoltaikelemente zur Sonne in einem bestimmten Ausmaß verändert wird, dann steigert sich die Wahrscheinlichkeit, dass für die Nachbarn kein Blendungspotenzial entsteht. Maria Zweckmeier hat in Niederösterreich einen ähnlichen Fall dokumentiert, in dem, so wie es ausschaut, durch eine Veränderung der Ausrichtung von Photovoltaikelementen ein langer Prozess verhindert werden konnte. Aber alles der Reihe nach. In Lichtenwörth, in der Nähe von Wiener Neustadt, steht dieses Haus mit einer besonders imposanten Photovoltaikanlage. Der Eigentümer kennt sich mit so einem kleinen Sonnenkraftwerk aus. Er betreibt eine Elektrofirma. Am Gartenzaun des Nachbarhauses lernen wir Herrn Grabner kennen. Er hat mit den Installationen am Dach des Nachbarn keine Freude. Und du hast dann angefangen, dort hat man schon gemerkt, bis zum drauf ist, dass das unheimlich blendet. Hat man da gar nicht mehr in den Raum reingehen können oder hat man sich nicht gut aufhalten können? Na, der Raum war weniger, aber wir haben sich da nicht bewegen. Du hast nicht auf die Terrassen gehen können, fast. Du hast müssen es wirklich so rausgehen, so, dass die auch nicht reingeschossen wird. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war ein riesiger Scheinwerfer anlegt. Also das war wirklich für die Augen gefährlich. Man weiß, wenn man die prolle Sonne reinschaut, dass du da Augen brillieren kannst. Das war ungefähr vergleichbar mit einer prollen Sonne. Sein Nachbar Markus Steirer hat schon vor 8 Jahren auf Photovoltaik gesetzt und nur gute Erfahrungen damit gemacht. Er wollte niemandem etwas zu Fleiß tun, sagt er, sich nur vom Gas unabhängig machen. In einem Umbau, der damals stattgefunden hatte, haben wir Elektroheizungen, Elektroheizkörper ins Gebäude eingebracht. Und im zweiten Step beim Umbau der Anlage haben wir dann eine elektrische Wärmepumpe dazu installiert, das Gas schon deinstalliert vor 2 Jahren. Und wollten uns in die Richtung eigentlich entwickeln. Und natürlich braucht man dann Energie und Strom. Und da hat sich natürlich die Photovoltaik sehr gut angeboten. Also es war eine Katastrophe. Und da haben sie es machen müssen? Ja, naja, ich war Buchermeister noch gut mit ihrem Gerät, sagt er, was tun wir? Das kannst du nicht ausschlossen. Ich wurde dann zu einer Bürgermeistersprechstunde geladen, in so einer Art Meditatorengespräch zu versuchen, sich der Sache anzunehmen. Ich habe im Zuge dieses Gespräches damals auch angemerkt, dass ich mich der Sache annehmen werde und mir das Ganze anschauen werde. 3 Wochen sind da vergangen, aber er hat sich nicht gerührt. Dann haben wir das an Rechtsanwalt übergeben. In diesen 3 Wochen ist Herr Steirer aber nicht untätig geblieben. Er hat einen Sachverständigen mit der Erstellung eines lichttechnischen Gutachtens beauftragt. Das Ergebnis, der Nachbar wird tatsächlich geblendet. In der Zwischenzeit hat er sich aber dumm mit. Und hat das dabei umgebaut. Er hat ja so eine Elektrofirma nicht mit seinen Leuten, hat er das so aufgestellt. Ich habe dann versucht, eine technische Lösung zu finden, damit man die Anlage nicht mehr doch parallel, sondern irgendwie aus dem Blendwinkel bringt, damit keine Emissionen mehr auf das Nachbargrundstück gehen. Und ja, wir haben es dann aufgeständert, haben es 90 Grad in die Höhe gedreht und damit wir aus dem Blendverfahren rauskommen. Für Herrn Steirer überraschend wurde er trotzdem vom Nachbarn auf Unterlassung der Blendemissionen geklagt. Warum hat es denn doch eine Klage gegeben? Ja, das war für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar. Es war auch für die Richterin ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehbar damals, weil die Anlage bereits umgebaut war und damit eigentlich keine Blendung mehr hat stattfinden können. Wie ist das Verfahren dann ausgegangen? Ja, das Verfahren ist dann so ausgegangen, dass ich grundsätzlich auch meine Ruhe finden wollte. Und wir haben uns dann mit meinem Anwalt in einem Vergleich geeinigt und jeder hat seine Kosten dazu getragen. Und ja, damit war das dann aus der Welt geschaffen. Aber mir ist das noch immer nicht recht. Da schauen Sie noch das an, wie weit das der Weg ist, 6 Meter. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, da kommt einmal Unwetter. Da wird mir wahrscheinlich der ganze Dreck und Duwaschel fliegen da drin.
bis da oben werden die fliegen. Ach, aber es gibt kein Baugesetz, was mit dem Sekundikt, keiner sieht, was sie will. Das haben sie gemacht, Land Niederösterreich, da gibt es keine Beschränkung, keine Baubeschränkung, nichts. Also jeder kann machen, was er will. Wenn man weiß, wenn man was will, nur wegen einem Zaun oder irgendwo, müssen sie auf die Gemeinde gehen, alles einhalten. Aber was das betrifft, alles wurscht. Wenn man bedenkt, welchen Schub die hohen Strompreise dem Ausbau von Photovoltaikanlagen in Österreich verliehen haben, dann werden uns zum Thema die Blendung die Fälle eher nicht ausgehen. Und ich denke, mehrseitige von Lichttechnikern erstellte Gutachten werden auch Konjunktur haben. Also vom Gericht beauftragte Gutachten, in denen am Schluss steht, die Blendung vom Nachbarhaus ist zumutbar oder nicht zumutbar. Denn damit werden solche Streitigkeiten im Wesentlichen entschieden. Im letzten gezeigten Fall haben sich die Nachbarn zähneknirschend, aber doch auf einen Kompromiss verständigt und sich damit vielleicht einiges erspart. Finanziell und nervlich. Denn was alles passieren kann, wenn man im Konflikt mit dem Nachbarn ins Prinzipielle kommt, wenn dann Beschimpfungen, Bedrohungen, Verleumdungen und Ärgeres folgen, das beobachtet Maria Zweckmeier seit 2021 in Bad Großpertholz in Niederösterreich. Wir haben vor einem Jahr in am Schauplatzgericht berichtet und seither hat sich die Situation zugespitzt mit sehr unangenehmen strafrechtlichen Folgen für einen Nachbarn. Maria Zweckmeier beginnt ihre Geschichte mit einer optisch geheimnisvollen Botschaft aus Bad Großpertholz. An alle Psychologen da draußen, bitte kommt's her, holt euch ein weißes Nein. Ja, das war das Allergeilste. Ja, weil der gehört weg von da. Ich will ihn wegkommen, der soll wieder wegziehen. Ja, der stört hundertprozentig. Darum habe ich auch den Spruch aufgemacht, Nachbar muss weg, weil beim Kurz hat es funktioniert, vielleicht klappt es ja da auch, vielleicht ist das so ein Zauberspruch. Ne? Der vermummte Herr sagt, er kämpft für seine Familie, die im rosa Hausteil ganz hinten im Bild lebt. Im gelben vorderen Teil leben die Nachbarn, die angeblich weg müssen. Denen gehört auch der Zufahrtsweg und das Haus vis-à-vis. Sie bauen es gerade um. Und das ist der Vater des vermummten Herrn, Josef Lang. Wir haben ihn im Dezember 2021 im Waldviertel in Bad Großpertholz kennengelernt. Seine Lebensgefährtin erklärt uns, was der Grund für die T-Shirts und die Zettel am Fenster ist. Und wie ist denn überhaupt das Zusammenleben mit dem Nachbarn? Ist ganz schlecht. Warum ganz schwierig. Denn? Also man hält es nicht auszuhören. Er ist so provokant. Was macht er? Er tut Holzschneiden. Ich habe da eine Bank gehabt im Sommer, da sitze ich meistens heraus und tue die Vögel beobachten. Dass ich endlich einmal zur Ruhe komme. Man kommt nicht zur Ruhe. Er geht in den Holzschub, er muss Holz schneiden, er muss schremmen. Richtig ein provokanter Mensch. Probleme gibt es in dem Zusammenhang in erster Linie, wenn ich nicht da aus- und einfahre, ist das erste jeden Tag. Denke ich schon dran, wenn eine Kamera da herbeisieht, dann habe ich den ganzen Tag schon genug. Die so Kameras ärgern Sie? Das ist einmal das Erste. Ne? Weil das ist ja normalerweise schon einmal ein Eintritt in die Privatsphäre. Die Nachbarn wohnen seit 2020 hier. Sie haben tatsächlich 4 Kameras montiert. Wenig überraschend scheint es in der Kommunikation Probleme zu geben. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich spreche nicht mit ihm, weil da kriege ich nur Beleidigungen, Beschimpfungen und Schreien. Es ist ja so, weil es geheißen hat, den Ton ausschalten von dieser Kamera, war mir eigentlich komplett egal, weil wenn sie loslegen, dann hören sie es unten, die Nachbarn hören das auch noch. Ja, es ist so. Und er hat zu mir gesagt, mir wird es nie eine Ruhe haben da. Ihr werdet nie irgendwas tun können da. Eine andere Frage, die bereits zu Anzeigen geführt hat, ist, hat Herr Lang Familie Gabriel mit seiner Taschenlampe belästigt? Ja, ich muss mich wehren. Ich meine, was er im Vorfeld, was bevor wir nur die Kameras gehabt haben, schon alles gemacht hat. Was hat er gemacht? Ja, zum Beispiel mit der Taschenlampe überall rein. Ich bin bei der Taschenlampe oder mit der Taschenlampe um und umgegangen, weil ich auch ein Licht brauche, wenn ich rausgehe. Bei der Nacht ist es ja finster, oder? Logo. Ich glaube, sie möchten auch nicht mehr mitten in der Nacht, der um in ein Haus schleicht und leicht in der Wehr mit der Taschenlampe rein. Das macht er? Ja, das hat er gemacht, wenn wir Kameras noch nicht gehabt haben. Wir brauchen keine Kameras, aber er braucht Kameras, er hat keine Eier in der Hose. So schaut es nämlich einmal aus. Dieser Zufahrtsweg gehört Familie Gabriel. Aber Herr Lang darf ihn benutzen, er hat ein Wegerecht. Kritisch wird es aber, wenn er vom Weg abweicht.
mit dem Auto sind wir mal rausgefahren und nur ein Stück auf seinen Grund. Das ist sein Grund, da ist er hinter das Auto gerannt, hat das Auto festgehalten, dann hat er mit der Faust am Spiegel geschlagen. Wieder Anzeige, dann fällt ihm wieder was ein, wegen jeder Kleinigkeit kommt er zur Polizei, die nächste Anzeige gegen ihn, das ist ja nicht mehr zum Aushalten. 6. Dezember 2021, Bezirksgericht Gmünd. Heute wird wegen einer Unterlassungsklage verhandelt. Der Anwalt von Frau und Herrn Gabriel erklärt uns, worum es geht. Ja, im heutigen Verfahren geht es darum, dass meine Mandanten an ihrem Objekt 4 Videokameras angebracht haben. Und der Grundeigentümer hat hier eine Klage eingebracht wegen Entfernung dieser Videokameras. In einem anderen Verfahren hat Herr Gabriel erwirkt, dass ihm Herr Lang nicht mehr zu nahe kommen darf. Herr Gabriel, warum ist die einstweilige Verfügung ausgesprochen worden? Ja, alleine schon, dass er mich angeht, dass er herüben, ich meine, ich habe zig Videoaufnahmen, wo er quasi angeht und so weiter. Ich meine, ich muss mich 5-mal umdrehen, wenn ich heute im Wald gehe, wenn ich spazieren gehe, ob er nicht hinten nach ist. Ich gehe in den Wald, wann ich will und wo ich will. Das Nachgehen, das ist wieder ein anderes Thema. Ja? Das ist ein Zufall, dass er auch gerade im Wald umeinander rennt. Weil der rennt ja nicht nur in den Wald, weil der rennt ja 3-mal am Tag rund ums Haus. Lauter so Sachen. Weil durch das hat er das alles angefangen. Weil mehr oder weniger in einer gewissen Art und Weise, seine Frau sieht das nicht, wenn nicht da ist, dann was er mit uns alles aufführt. Prozessthema sind heute die 4 Kameras, die Herr Gabriel auf seinem Grund angebracht hat. Die Datenschutzbehörde hat bereits festgestellt, dass seine Nachbarn in ihrem Recht auf Geheimhaltung dadurch verletzt werden, dass eine Kamera sie akustisch aufnimmt, auch wenn sie sich nicht im visuellen Aufnahmebereich befinden. Ton- und Bildaufnahmen vom Nachbargrund seien jetzt nicht mehr möglich, sagt Herr Gabriel. Er hätte die Kameras überdies nur angebracht, weil Herr Lang immer wieder seinen Grund rechtswidrig betreten würde. Der glaubt, das ist mein Grund, da ist mein Grund, gell, nicht da her, da ist mein Grund und lauter so viele Pflanzen. Aber der Herr Gabriel meint, dass Sie immer über die Grenze rübergehend, auf seinen Grund. Stimmt das, oder? Dann so, dass Sie seinen Grund einzäunen. Das war das Allerbeste, was er machen konnte. Weil wir haben ja schon eine Mittelwand gemacht, damit wir angeschirmt haben, dass wir Privatsphäre haben. Nicht nur von der Kamera, sondern auch von allen anderen. Weil das darf ja, du darfst ja nicht schauen, wenn sie was bringen, wenn sie was einkaufen oder sonst was. Die sind ja da psychisch schon irgendwo. Herr Gabriel wiederum meint, dass sich Herr Lang über Dinge aufregen würde, die ihn gar nichts angehen. Was denn, mit 58 Jahren eine Pension, sowas gibt's ja noch mal nicht. Da war ich noch fest in der Haken, da habe ich noch geschwitzt bei der Arbeit. Aber du kommst heute nicht mehr ins Schwitzen. Mach ein Outing, lass dich zwangseinweisen. Wäre vielleicht eine Mediation angebracht? Ich bin selbst ausgebildeter Mediator. Ich glaube nicht, dass die Personen, die daran beteiligt sind, medierbar sind. Glaube ich eher nicht, aber ausschließen will ich nicht. Ja. Rechtssache gegen Ernst und Gerda Gabriel. Saal 2 bitte eintreten. In der Verhandlung versucht die Richterin trotzdem einen Vergleich zu erzielen. Erfolglos. Der Sohn von Herrn Lang, wir erinnern uns, das war der schwarzvermummte Mann, macht ziemlich lautstark klar, dass die Kameras weg müssen. Er sagt, die Stasi-Überwachung müsse verschwinden. Bereits nach einer knappen Stunde vertagt die Richterin. Beim nächsten Termin möchte sie sich die Situation an Ort und Stelle anschauen. Herr Lang hat heute draußen warten müssen. In diesem Prozess ist er nur Zeuge. Kläger ist nämlich sein Sohn, weil der Eigentümer der Liegenschaft ist, auf der Herr Lang und seine Lebensgefährtin wohnen. Was ist jetzt passiert in der Verhandlung? Na ja, das wird jetzt vertagt und dann kommt jetzt eine neue Verhandlung. Ja. Er ist nicht runtergestiegen, obwohl mein Anwalt die Entscheidungen, was vom OGH, also vom Obersten Landesgerichtshof, eigentlich sind, die ignoriert den sein Anwalt offenbar und sagt, das ist nicht so. Ja. Und ja, jetzt brauchen wir eben nur eine zweite Verhandlung. Am 3. Februar 2022 ist es soweit. Die Gerichtsverhandlung wegen der Kameras soll an Ort und Stelle stattfinden, aber es kommt anders. Die Richterin hat kurzfristig die Verhandlung abberaumt. Rechtsanwalt Dr. Kitzler ist trotzdem gekommen. Von einem Tauwetter zwischen den Nachbarn kann keine Rede sein. Ich habe mit der Richterin Rücksprache gehalten und die Situation ist so, dass, wie Sie ja sehen, die Schneelage hier,
für das Waldviertel ja, entsprechend hoch ist. Und im Rahmen dieser Verhandlungen hätte ja auch die Umgebung begangen werden müssen. Und hier liegt genügend Schnee und deswegen hat die Richterin kurzfristig die Verhandlung abgesagt und es kommt ein neuer Termin. Der Schnee bietet übrigens einen neuen Grund für Streitigkeiten. Wer hat wo hingeschaufelt? Aber Herr Gabriel, wo soll ein Hindu unter dem Schnee? Außerdem hat 700 Quadratmeter. Ja, genau, bla bla bla. Ja, wir haben 100, soll der Anwalt wieder fecken, wir haben 100 dass ich wieder Meter Abstand. Muss. 100 ja, Meter halt Abstand, du Hund. Checkst du das nicht, dass du nicht am Wort bist? Ja? Ja, ich hab mich befragt. Du hältst jetzt einmal die Klappen. Ja. Anwalt Kitzler betont, aus gegebenem Anlass, dass es eine einstweilige Verfügung gibt, die es Vater und Sohn verbietet, sich Herrn Gabriel auf 100 Meter zu nähern. Du verstehst nicht einmal Deutsch, Alter. Ja, dann zählt auch nicht der Hund, weil er auch von mir. Du hast einen Abendig zu melden. Du brauchst nur gesungen, wenn die mit dem Auto kommen. Schau dich! Er hat den Abstand zum Halten von beiden. Das geht nicht, wenn wir Interview führen. Die ja kennen, dass ja sowohl gegen Herrn als auch gegen Herrn Lanker ja, einstweilige Verfügungen bestehen, wo die und alles, ja, beide genauso 100, wie er. 100 Meter Abstand halten müssen, mit Ausnahme des Zugangs und der Zufahrt in diesem Bereich. Aber sonst sollten sie 100 Meter Abstand halten. Ja, sonst machst du das Interview da hinten, weil da stehe ich eigentlich auf falschem Grund. Also hier darf er so nah sein? Also hier darf er sich jedenfalls bewegen. Die andere Sache ist einfach die, dass grundsätzlich 100 Meter Abstand zu halten sind. Und das hält auch der Primat Herr Lang immer nicht ein. Er nähert sich meinen Mandanten auch immer wieder, auch in den öffentlichen Plätzen und so weiter. Genau, das ist gar nicht richtig. Das ist gar nicht richtig, der liegt genauso wie sein Mandant, darum passt er dazu. Da hat er hinten behauptet, da habe ich jetzt 500 Euro für nichts zahlen müssen, für gar nichts. Ja. Hat behauptet, ein Auto ist angestellt worden und 4 Kübeln, das ist gelogen. Ja. Gelogen, die reinste Lüge. Und der österreichische Staat hilft zu so einem wie dem. Ja. Ich fühle mich schon bedroht von ihm. Ich meine, alleine schon, wenn man die Aggression anschaut, was sie da entwickelt. Also, ich mein, der gehört nicht daher, der Mensch. Früher haben wir normale Menschen da gehabt. Mit dem, was man reden kann. Mit den Idioten. Sind wir in der Früh rausgegangen, Schneeschirm mit der Oma, bin ich rausgefahren. Hab ich ja gerade gehabt, einen Schneeschirm. Was ich mit dir hab? Ein Problem. Der Schnee gehört nicht daher. Ja, du hast nur ein Schneeproblem. Und im Sommer hast du den Rasen. Schau dich. Ja, du gehörst Mars, aber woanders. Ja, er schafft jedes kleine Fünkchen ja, vom Haus da und alles immer. Genauso jedes Wasser wird umgebaut. Ein Pool haben sie umgebaut auf meinen Grund. Nein! Wieso hast du keinen Pool nicht? Ja. Hey, brauch weil er neid hat. Der ist nicht neidisch. Du brauchst die ganze Woche nicht waschen. Schau dir an. Neidisch. Das ist das Problem, was du hast. Der ist neidisch. Der ist auf jedes Stück neidisch. Wo willst du denn da waschen? Ja. Der Ruine führst du nicht. Auf jedes Stück neidisch. Das ist. Hat Herr Gabriel schon überlegt, wegzuziehen? Ich habe die finanziellen Sachen nicht, dass ich mir jetzt irgendwo anders ein anderes Haus kaufe. Das funktioniert nicht. Ich habe da schon so viel Geld und Arbeit reingesteckt in das Haus. Und dann kommt auf einmal die Polizei. Wer hat sie gerufen? Polizei habe ich angerufen, ja. Ich habe halt keinen Sicherheitsabstand, ich habe eine einstweilige Verfügung. Und wenn ich da herein und nacheinander rede, dann will ich das mehr oder weniger erklärt haben, weil er fährt sonst da oben und macht unten eine Welle. Viel mehr als sich die Situation schildern zu lassen und zur Ruhe zu mahnen, können die Polizisten auch heute nicht tun. Was hier passiert, kommt für sie nicht überraschend. Sie sind fast schon Stammgäste am Grundstück. Ende November 2022 sind wir wieder in Großpertholz. Etwa ein Dreivierteljahr ist seit unserem letzten Besuch vergangen. Heute sind keine Streitereien oder Schimpfereien zu hören. Alles wirkt friedlich und ruhig. Nur Frau Gabriel entdecken wir hinter dem Haus beim Betreuen ihrer Bienenstöcke. Die Videokameras sind noch da. Frau und Herr Gabriel erzählen uns, dass sie dieses Verfahren vorerst in erster Instanz gewonnen haben. Es wäre legitim, dass sie mit den Kameras ihre Privatsphäre schützen. Und seit ein paar Wochen wäre vom Nachbargrund nichts zu hören. Herr Lang ist nicht zu Hause. Aber Ankündigungen in seinem Fenster deuten darauf hin, dass er wieder kommen will. Wo ist Herr Lang? Das erfahren wir etwas später. Und zwar beim Rechtsanwalt von Familie Gabriel. Dr. Kitzler erzählt von einem Strafverfahren gegen Nachbar Lang. Dabei ging es um eine Äußerung, die Herr Lang bei unseren letzten Dreharbeiten im Februar gemacht haben soll. Ich mache die Hände noch fertig, einen Schnee schmeiße ich dir nur am Schädel. Du wirst dich in nächster Zeit wundern,
ich werde dich heute noch fertig machen, du gehörst gemacht, aber woanders. Das waren die Äußerungen, die waren auch objektiv beweisbar, nur die Richterin hatte das als milieubedingte Unmutsmaßregelung gewertet. Magister Schwarz, der neue Anwalt von Familie Lang, erklärt uns, was eine milieubedingte Unmutsäußerung ist. Eine milieubedingte Unmutsäußerung ist im Wesentlichen eine nicht ernst gemeinte Drohung, die zurückzuführen ist auf einen Jargon, auf eine Umgangssprache in einem bestimmten Milieu. Interessanterweise hat das Gericht aber festgestellt, dass hier eine solche vorliegt, eben weil auch der Herr Gabriel offensichtlich diesem Milieu zugehörig ist, weil sonst wäre das rechtlich gar nicht möglich gewesen. Und das führte letztendlich zum Freispruch. Eine andere Äußerung des Nachbarn würde hingegen nicht als milieubedingte Unmutsäußerung gewertet. Im Jänner 2022 kam es zu einer Verurteilung wegen folgender Äußerungen. Ein Jahr gib ich dir noch, dann bist du nicht mehr da. Du hast da keinen Grund, dein Grund ist woanders, oben in Karlstift, womit er den Friedhof Karlstift meinte. Und wenn ich durchdrehe, ist vorbei mit dir. Dann hast du es überstanden. Das führte zu einer Verurteilung. Das ist eine gefährliche Drohung gewesen. Das wurde als gefährliche Drohung gewertet und führte zu einer rechtskräftigen Urteilung. Der Herr Lang wurde insbesondere wegen mehrerer Vorstrafen dann zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Wie geht's denn Ihrem Mandanten momentan? Ja, natürlich nicht gut. Wo befindet er sich gerade? Leider Gottes in der JA, in der Justizanstalt Krems. Weil? Aufgrund einer Verurteilung aus einer Zeit vor meinem Einschreiten. Er sieht zwar ein, dass er sich nicht richtig verhalten hat, aber er findet es auch sehr traurig, dass die Gegenseite hier diesen Umstand seiner Vorgeschichte, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, hier halt wirklich ausnützt. Und er hat mir... Welchen Umstand? Naja, es hat schon einige Vorverurteilungen gegeben. Aufgrund dessen fallen jetzt natürlich bei jeder Verurteilung die Haftstrafen oder die Strafen überhaupt besonders hart aus. Wenn der Herr Lang wieder zurückkommt, was raten Sie Ihren Mandanten, wie sie sich verhalten sollen? Was ich mir gerade noch, die einzige Verhaltensweise ist, ihm möglichst aus dem Weg zu gehen. Wenn die Nachbarn in Frieden leben wollen, dann müssen sie sich meines Erachtens auch bemühen, hier ihren Beitrag zu leisten und nicht weiter an dieser Eskalationsschraube zu drehen. Das wird zu nichts führen. Man kann nur hoffen, dass die Haftstrafe für den einen der beiden Nachbarn klar gemacht hat, dass auch Worte, also Schimpfen, Beleidigen und Drohen, ziemlich schwerwiegende Konsequenzen haben können, wenn sie einem Gericht zugetragen werden. Und dass man sich jetzt in Groß-Pertholz zurückhält. Unser letzter Fall heute gehört in die Kategorie Bürgerin gegen übermächtigen Gegner, konkret eine Bank. Der Frau Feist aus Birkfeld ist passiert, was alle, die Online-Banking haben, vermutlich insgeheim auch befürchten. Irgendwelche Betrüger haben es geschafft, sich Zugang zu ihrem Konto zu verschaffen und sich ihr Geld angeeignet. Sie schreibt, das alles hat mich sehr aufgeregt und nervlich mitgenommen. Ich finde es eine Frechheit, dass ich jetzt meine Sorgfaltspflichten verletzt haben soll. Denn die Bank steht auf dem Standpunkt, selber schuld. Unser System ist so gut, dass die einzige Möglichkeit für den Betrug oder Diebstahl ein Fehler von Ihnen gewesen sein kann. Ludwig Gantner hat sich die Sache genauer angeschaut. Gertrude Feist ist Pensionistin und lebt im steirischen Birkfeld. Ihr wird von einer Bank unterstellt, dass sie sich an internationalen Spekulationen mit Kryptowährungen beteiligt haben soll. Sie sagt, sie hätte kein Geld für so etwas und ihre Aktivitäten im Ausland würden sich auf günstige Urlaube in Kroatien beschränken. Wir können jetzt nicht was geht was leisten. Das ist, und wenn wir Urlaub fahren, billige Urlaube, wir schauen schon, dass wir da wirklich sehr eben auch auf die Preise beim Einkaufen und das, man schaut schon drauf, weil ich sage, so viel haben wir nicht, sagen wir so. Die Raiffeisenbank International glaubt ihr das aber offenbar nicht. Frau Feist hätte erst 3.500 Euro nach Budapest in Ungarn zum Zweck des Erwerbs von Kryptowährungen überweisen wollen. Kurz darauf hätte sie dann auch noch 3.500 Euro an die Firma CryptoPaytech in Tallinn in Estland überwiesen, offenbar auch zum Erwerb von Kryptowährungen.
Frau Feist sagt, dass sie nicht einmal wusste, was Kryptowährungen sind. Sie erzählt, was aus ihrer Sicht im Juli 2020 vorgefallen ist. Ich habe immer Anrufe bekommen innerhalb von 2-3 Monaten und da habe ich immer wieder, wurde ich gefragt, ob ich eigentlich mich mit Kryptowährung auskenne. Ich habe verneint und habe aufgelegt. Frau Feist hat ihr Konto bei der Raiffeisenbank Birkfeld. Ihre Buchungen kontrolliert sie online über die Banksoftware Elba. Im Juli 2020 erlebte sie eine böse Überraschung. Ich habe am 9.7. auf meine Kontendaten geschaut und da ist mir am Abend aufgefallen, dass 3.500 Euro nach Budapest gegangen sind. Und ich habe aber keine nicht gekauft und keinen Einkauf getätigt. Und auf das hin habe ich dann am 10., weil sie am 9. schon zu spät war, am 10. dann die Raiffeisenbank um 8 Uhr in der Früh schon angerufen. Und die haben mir gesagt, sie wollten mich schon anrufen, weil das Geld nach Budapest ginge. Die Firma in Budapest wäre auf einer bankinternen roten Liste. Man hätte die Zahlung zurückgehalten. Frau Feist war froh über die aufmerksamen Betreuer, ging sofort in ihre Filiale und stoppte die Überweisung nach Ungarn. Bei dieser Gelegenheit ließ sie auch ihre Visa-Karte sperren. Die verwendete sie ohnehin kaum. Die hatte sie sich wegen ihres Katers Kimba zugelegt. Denn ihre Bank hatte ihr eine personalisierte Karte ausgestellt mit einem Foto ihres Lieblings drauf. Diese Karte sollte ihr aber nun große Sorgen machen, wegen einer weiteren dubiosen Abbuchung, wieder über 3.500 Euro an die Firma CryptoPaytech in Estland. Und am 24. und 25.07. habe ich dann gesehen, dass die Visa-Karte mir eigentlich das Geld 3.500 Euro abgezogen hat. Obwohl die Karte am 10. eigentlich schon wieder gesperrt wäre. Und da haben wir aber dann wieder Geld abgezogen. Und das ist angeblich nach Tallinn gegangen. Und dann meldete sich ein mysteriöser Herr aus Tallinn in Estland bei ihr. Ich habe dann einen Anruf bekommen. Der Herr hat einen ausländischen Dezent gehabt. Er hat auch mir gesagt, er weiß von den 3.500 Euro, dass die zurücküberwiesen wurden. Das weiß er, sage ich, was er will. Dann hat er gesagt, ja, die 3.500 Euro, was ich über die Visa-Karte habe, bekomme ich nicht zurück, bekomme ich nicht retour. Sage ich, ich so will bitte mein Geld wieder retour haben. Oft hat er darauf gesagt, nein, das Geld bekomme ich nicht, hat er gesagt, das ist überwiesen. Sage ich, ich habe nichts getätigt, bitte gebt mir mein Geld zurück. Dann hatte er noch irgendwas auf Ausländisch gesagt und habe ich nicht verstanden. Und dann bin ich hergegangen und habe zu ihm gesagt, auch, ich werde die Polizei einschalten. Ich habe dort die Anzeige schon getätigt gehabt. Ich werde die Polizei einschalten auf das hin. Oft hat er gesagt, bitte, bitte nicht, weil dann wird mein Mitarbeiter verhaftet. Der Verdacht von Internetbetrug lag auf der Hand. Doch das beeindruckte die Raiffeisenbank International, die die Visa-Karte ausgestellt hatte, nicht. Frau Feist wurde auf Zahlung von 3.500 Euro geklagt, weil sie ihr Visa-Konto nicht ausgleichen wollte. Zuzüglich diverser Spesen sollte sie jetzt 4.473 Euro bezahlen. Die RBI wollte uns zu dem Fall kein Interview geben. In einer schriftlichen Stellungnahme ließ uns die Konzernsprecherin wissen. Am 9.7.2020 hat die Beklagte eine Zahlung über 3.500 Euro mit ihrem Mobiltelefon durch Verwenden des Fingerabdrucks freigegeben. Und eine Freigabe der Zahlung durch Dritte, beispielsweise durch Hacken des Handys, konnte technisch ausgeschlossen werden. Frau Feist sagt, sie hätte nicht mehr getan, als sich gelegentlich mit ihrem Fingerabdruck am Handy in die Banksoftware einzuloggen, um ihr Konto zu überprüfen. Genehmigt hätte sie nichts. Die Klage sei für sie eine Katastrophe. Gesundheitlich bin ich sowieso nicht ganz am Damm und ich muss ehrlich sagen, habe mich schon sehr, sehr, und jetzt dauert es 2,5 Jahre, man kann nicht abschalten mit dem, weil das immer im Kopf ist. Und ich habe sehr wenig Pension und das, ich muss ehrlich sagen, 3.500 Euro ist für mich sehr viel. Sie
7. Dezember 2022 am Bezirksgericht Weiz. Hallo, servus. So, gehen wir's an? Gehen wir's an. Magister Lukas Putz unterstützt Frau Feist dabei, die Forderung der Bank, die inzwischen auf über 5.000 Euro angewachsen ist, abzuwehren. Wir haben auch den Rechtsanwalt der Raiffeisen Bank International um ein Interview gebeten. Seine Antwort war: Zu Ihrer Anfrage teile ich mit, dass ich dem ORF kein Interview geben werde. Im Übrigen untersage ich ausdrücklich Bild- und Videoaufnahmen meiner Person. Was ist denn die Argumentation der Gegenseite? Die möchte ja nicht mit uns sprechen, die Gegenseite, deshalb frage ich halt Sie. Also die Gegenseite argumentiert, dass alles super sauber abgelaufen ist und dass aus ihrer Sicht diese Transaktion absolut problemlos sozusagen das System durchlaufen hat und es überhaupt keinen Grund gibt, dass die Frau Feist da jetzt den eingeklagten Betrag nicht bezahlen müsste. Dabei wäre doch eher das Sicherheitssystem der Bank zu hinterfragen. Vor der Überweisung hätte es über 100 digitale Attacken auf das Konto von Frau Feist gegeben, aber keine Konsequenzen. Der Schluss liegt nahe, dass da eben massiv versucht wurde, in dieses System einzudringen, sich immer wieder als Frau Gertrude Feist einzulocken. Und das ist leider unbemerkt geblieben, weil es da offensichtlich Verständigungsschwierigkeiten unter den Banken gegeben hat und das nicht weitergeleitet worden ist, weil die Klägerin sagt, sie hat das nie bekommen und aus ihrer Sicht ist das Logfile super sauber. Frau Feist hätte nie gedacht, dass ihr Visa-Vertrag so gefährlich für sie sein könnte. Hätten Sie eigentlich mehr mit Kulanz gerechnet? Wir sind sehr überrascht, dass wir überhaupt so weit gehen haben müssen. Also wir sind schon davon ausgegangen, dass eine derartig große Firma auch für solche Betrugsfälle versichert ist und das nicht am Rücken der Kunden ausgetragen wird. Aber offensichtlich, weiß ich nicht, ist das nicht so, oder will man da ein Exempel statuieren? In der Verhandlung kommt dann ein IT-Sachverständiger aus Wien zu Wort. Der wird via Livestream auf einem Monitor in die Verhandlung zugeschaltet. Der bedauert, dass ihm wichtige Informationen über die Struktur des digitalen Sicherheitssystems der Bank fehlen. Die RBI, also der Kläger, will diese Daten, die in einem sogenannten Auditbericht eines externen Prüfers zusammengefasst sind, nicht vorlegen. Das wären Geschäftsgeheimnisse, so wird argumentiert. Wie ist die Verhandlung gelaufen? Ja, aus unserer Sicht sehr gut. Also wir haben sehr ausführlich mit dem Sachverständigen sein Gutachten, seinen Befund erörtert und aus unserer Sicht ist aus diesem Gutachten ableitbar, beziehungsweise auch aus der heutigen Erörterung, dass das System keinesfalls so sicher und gegen Manipulationen geschützt ist von außen, wie von der Klägerin behauptet wird. Wie gesagt, meine Mandantin trifft keinerlei Sorgfaltsverstoß. Sie hat all ihre Daten und PINs sorgfältig verwahrt, nicht weitergegeben. Und aus diesem Grund sind wir sehr zuversichtlich. Wenn ich richtig zusammengerechnet habe, sind Sachverständigenkosten von 9.500 Euro aufgelaufen. Es geht aber um 3.500 Euro, die die Bank von Ihnen will. Ist das nicht ein eigenartiges Verhältnis? Durchaus. Das hat uns selbst überrascht, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass das Ganze, wenn nicht außergerichtlich, zumindest in der ersten Tagsatzung vergleichsweise bereinigt werden kann. Und wie gesagt, wenn man nicht das Glück hat, wie die Mandantin, dass man über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, kann man sich ein solches Verfahren niemals leisten, weil das, wie gesagt, das, worum es geht, eigentlich ums Vielfache übersteigt. Die Verhandlung wurde geschlossen. Frau Feist wartet jetzt auf das Urteil erster Instanz. Sie hat sich übrigens keine neue Kreditkarte mehr zugelegt. Ja.